ziehen. Hoffentlich nehmen Sie die blauen. Die sind nämlich schöner. Fängst du schon wieder an? Hört nicht auf die beiden. Das sind Anastasia und Morphy. Die wollen sich schon ewig scheiden lassen, können sich aber nicht einigen, wer von ihnen dann die Losbude bekommt. Über jeden Pups streiten sie sich, sogar über die Farbe ihrer Lose. Solange man da ein Kuscheltier gewinnen kann. Anastasia behauptet immer, die rosa Lose seien schöner, weil sie auf Pferde steht. Und die spielen bei den rosa Losen eine ganz wichtige Rolle. Guckt mal, hier steht so ein Schimmel und bedroht diese beiden Felder hier. Kein Problem, denkt sich der lila König, ich habe ja noch genügend Platz. Aber da kommt auch schon der Turm angerauscht und nix Platz, sondern Schachmatt. Und alles nur wegen diesen mickrigen Bauern. Und weil der Springer dem König die restlichen Fluchtwege versperrt. Da sieht's dann plötzlich nicht mehr so rosig aus auf dem rosa Los. Versuchen wir's halt mal mit einem anderen. Das ist doch dasselbe in grün. Nee, in rosa. Ein klein bisschen anders sieht's schon aus. Der König steht sicher hinter seinen Bauern. Aber dort steht der Springer schon bereit und bewacht diese hübschen Felder hier. Man müsste irgendwie vor dem König ein Loch in die Mauer hauen, um ihn mit dem Turm schachmatt zu setzen. Einverstanden. Probier's mal. Gut. Wie wär's denn hiermit? Mann, spinnst du? Der König kann doch jetzt die Dame schlagen. Na und? Stört doch nicht weiter, denn den Rest kann Weiß dann wieder wie gerade eben machen. Und schachmatt. Ach so, das ist wie beim Nüsseknacken. Mit der Dame wird die harte Bauernschale geknackt, damit der Turm an den König rankommt. Sowas nennt man übrigens ein Damenopfer. Hey, das finde ich aber frauenfeindlich. Lasst es uns lieber mit einem anderen Los versuchen. Na gut. Hier noch ein rosa Los. Das sieht jetzt wirklich anders aus. Ist es aber nicht wirklich. Sobald der Springer seinen Posten einnimmt, weißt du vielleicht, was ich meine. Ach ja, da stand er vorher auch. König Lila steht jetzt im Schach und muss da raus. Klar, was anderes gibt es nicht. Und jetzt kommt wieder die mutige Dame von vorhin. Die wird geopfert und sorgt dadurch für freien Eintritt in die Königsgruft. Damenopfer sollten verboten werden. Das ist was für Machos. Ist doch nur ein Spiel. Aber fertig spielen muss man es trotzdem noch. Schachmatt. Super. Ich sehe schon, was rosa Lose betrifft, seid ihr Experten. Hey, das ist ja jetzt so ein hellblaues Los. Das sind die, die Morphy schöner findet. Weiß der Kuckuck warum. Wobei das aber ein bisschen anders aussieht als bei den rosa Dingern. Stimmt, da wäre zum Beispiel ein super prächtiger Turm, dessen Macht bis rüber zum Gegner reicht. Dort ist ein dickes Loch in der Bauernkette, hinter der sich der König irgendwann durch eine Rochade verschanzt hatte. Tja, da hat wohl jemand aus einer Rochade eine ziemlich üble Lochrade gemacht. Und das kann man prima ausnutzen. Hat jemand irgendwelche Ideen wie? Allerdings, der weiße Läufer kann König Lila schön genüsslich schachmatt setzen. Richtig. Der Läufer setzt den König ins Schach und der prächtige Turm verhindert, dass er dem Matt zur Seite hin entfliehen kann. Wegen seinem eigenen Bauern ist ihm zu allem Übel auch die Flucht nach vorn nicht möglich. Tja, das ist also Morphys Lieblingsmatt. Hoppla, schon wieder was anderes. Oder doch nicht? Nicht wirklich. Genau genommen ist es sogar fast dasselbe wie gerade eben. Nur, dass der lila König noch in seine Ecke gescheucht werden muss. Aber der Turm da steht auch anders als gerade. Na eben. Und den zieht Weiß jetzt so, dass er den lila König hübsch in die Ecke treibt. Schau, weg da. Husch, husch ins Körbchen. Und danach kann Weiß wieder mit dem Läufer kommen. Und Schachmatt. Gut gemacht. Gelernt ist halt gelernt. So langsam macht's Spaß. Aber Moment mal.
Das ist jetzt wirklich nicht mehr fair, finde ich. Lila hat ja einen Turm mehr als Weiß. Und drei Bauern extra. Und einen Springer. Statt des Springers hat Weiß aber einen prima Läufer. Und außerdem geht es nicht nur darum, wer mehr Figuren hat, sondern auch, wie sie stehen. Und da ist Weiß eindeutig im Vorteil. Im Grunde ist das ja auch nicht viel anders als das, was wir zuvor gesehen haben. Doch, ist es. Das Loch in der Bauernreihe fehlt zum Beispiel völlig. Wie soll man denn bitte schön den König dahinter matt setzen, wenn da kein Loch ist? Indem man eins reinmacht, natürlich. Und wie soll das gehen? Mit einem Bohrer? Eher mit dem Vorschlaghammer. Pass mal auf. Da soll das Loch rein, nicht wahr? Und deshalb ziehen wir jetzt so. Erstmal weg mit dem Springer. Nein! Das ist doch Wahnsinn! Und frauenfeindlich ist es sowieso. Die schöne Dame. Weißt du denn nicht, was da jetzt gleich passiert? Genau das. Jetzt ist alles futsch. Hey, Bianca, aber guck doch mal. Jetzt ist die Lücke da. Na toll. Aber die Dame ist hin. Aber sieh doch mal. Jetzt kann Weiß das machen wie vorhin. Der Turm scheucht erstmal den König in die Ecke. So, und jetzt hat der Läufer leichtes Spiel. Schachmatt. Das Damenopfer hat sich echt gelohnt. Yippie! Weiß hat gewonnen. Ob rosa, meinetwegen auch hellblau oder keins von beiden, hinterher kommt hier auf jeden Fall immer ein mattes Matt raus. Ja, schon gut, schon gut. Übrigens, die Anzahl der Züge, die ihr zum Mattsetzen braucht, könnt ihr rechts auf der Seite sehen. Ja, habe ich gesehen. Ein Zug. Ja, das ist ein Matt, ganz nach meinem Geschmack. Tja, dann kann doch die Dame dazwischen gehen. Blau, 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 Blütenzia, ein wundervolles Matt. Ja, finde ich auch. Ach, Matt. Dieses Matt ist wirklich sehr gelungen, ich muss schon sagen. Das ist immer in der Ecke Matt, der Turm muss auf dieser Linie. Wichtig ist, dass der Läufer nicht angegriffen ist irgendwo. Ja, von da aus mit der Dame oder von da aus mit dem Turm oder Dame. Da der Läufer hier nicht angegriffen ist, kann keiner die schachbietende Figur schlagen. Okay. Da ist jetzt zu, da muss der Turm muss immer hier hin, auf diese Linie. Der Springer muss hier die beiden Felder decken. Das brauche ich ja gar nicht decken. Ein wunderschönes Matt, das lobe ich mir. So, was brauchen wir denn noch? Okay, der steht schon da. Da muss ich das Loch reinhauen. Königin locken und dann kommt der Turm. Turm setzt hier Matt. Gut gemacht, so wahr ich Anastasia heiße. So, haben wir hier auch wieder. Da sind die beiden Felder vom Springer zu. Der Turm geht auf diese Linie. Einfach hinreißen, dieses Matt! Auf dieser Linie. Okay, ein Schach. König muss in der Ecke. Welch ein Matt! Prima, ihr habt das Große losgezogen und bekommt ein Kuscheltier. Wenn es meine blauen Lose nicht gegeben hätte, hätten die das nie geschafft. Ein Kuscheltürmchen für König Silberling. Nee, wie der sich freut. Los, versuch mal den gegnerischen König matt zu setzen. Rechts steht, wie viele Züge du dafür benötigst.
bietet. Das ist gut. Wenn ich da mal Schach biete, dann kann er wieder nach oben ausbüchsen. Schach zurück. Das ist ja interessant. Einlocken. Okay, dann geht der König da ein. Nach unten ist alles zu. Dann biete ich hier Schach. Und hier oben. Du bist dran. Ich weiß. Geht einer dazwischen. Okay, Schach. Schach. Schachmatt. So, das ist ein ersticktes Matt. Das ist einfach. Na komm, einen machen wir noch. Ja, ist auch wieder ersticktes Matt. Das ist einfach. Das reicht jetzt. Gott hat Spaß gemacht.